Hallo meine Lieben, ich bin zurück mit einem weiteren Process-Video in meinem TN. Und zwar scrappen wir heute ein schönes Layout bzw. eine Collage, die ich mal vor einiger Zeit gemacht habe. Das Foto war in meinem Planner ja, für mehrere Wochen, Monate. Habe den Planner jetzt aber neu aufgesetzt und die Fotos, die da drin sind, werden natürlich nicht weggeworfen, sondern auch verwertet. Und was kann man wohl Besseres damit machen als ein schnelles Layout? Ja, an der Stelle, seht ihr, habe ich direkt schon losgelegt. Ich hatte noch ein bisschen Papier von einem Webster's Pages Kit übrig gehabt. Und schwarz und weiß, ihr wisst ja, liebe ich. Und dann habe ich noch ein paar Embellies gezogen. Das ist von Simple Story, irgendeine Valentinstagskollektion aus dem letzten Jahr. Da habe ich einfach mal durch das Die-Cut-Set geguckt und habe mir ein paar Blumen und ein paar Sprüche und so weiter rausgesucht. Auch Herzen, klar, im Zusammenhang mit meiner kleinen süßen Maus, da geht das natürlich immer. Und auf der linken Seite, da wollte ich nicht auch schon wieder vollflächigen Papier aufkleben oder irgendein Designpapier aufkleben. Und habe dann gedacht gehabt, naja, das Foto ist eh auf 4 breit und 6 hoch. Dann müsste ich halt einfach nur noch einen kleinen verzierenden Streifen verwenden. Und bei den Resten, die ich hier rumfliegen habe, ist das gar kein Problem. Und habe dann auch wieder hier in diesem rosa oder auch Peach-Ton Papier dazu verwendet. Ja, und jetzt geht es eigentlich auch mehr oder weniger schon los. Ich hatte alles Mögliche an Herzen und Blumen schon mal rausgesucht aus diesem Embellishment-Kit und finde, es passt halt natürlich auch alles super zusammen, dadurch, dass es halt von einer Kollektion ist und habe mir einfach jetzt nur so ein bisschen was zurechtgelegt, was mir ganz gut gefällt. You Are My Sweetheart, das war irgendwie so mein Titel oder mein Titel für dieses aktuelle Layout. Und die anderen Sachen, die lege ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen hin und her, beziehungsweise klebe auch schon einiges auf, weil ich mir relativ sicher bin. Es ist wirklich nicht so, dass ich jetzt vorab schon mir das mal zusammengelegt hätte, sondern es kam jetzt wirklich in dem so schnell zusammen. Und ich glaube, wenn man halt einfach die richtigen Sachen schon mal rausgesucht hat, dann geht das eigentlich ganz, ganz fix. Ja, das Doily, was ihr da auf dem Layout noch seht, das war von The Planner Society aus dem aktuellen Kit. Die Streifen auf der linken Seite, die waren noch von Felicity Jane und wie gesagt, das Schwarz-Weiß mit diesem, ich weiß gar nicht so genau, war das Scalloped Edge, das ist von Webster's Pages. Und jetzt klebe ich noch das ein oder andere Embellishment auf. In dem Layout stempel ich, glaube ich, nicht. Nein, nee, ich glaube nicht. war aber auch gar nicht notwendig, dadurch, dass ich diese schönen Phrase-Sticker hatte und dieses One plus One, You and Me und dann noch hier unten das kleine, ich weiß jetzt gar nicht, was genau was draufsteht, You Make My Heart Skip a Beat. Und das waren dann auch eigentlich genug Sachen und ich finde es einfach nur super zusammengekommen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das schnelle kleine Layout gefallen und falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare freuen und wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!